Ein Zombie. Trau mich nicht. Bitte was? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Staffel von Arma 3 Breaking Point. Ich würde es einfach mal als zweite Staffel kennzeichnen, denn ich habe ja schon bereits 50 Folgen damals aufgenommen. Und der Launcher damals war sowas von extrem, ich sage mal, buggy. Das Updaten war schwierig, das Connecten war teilweise unmöglich. Und da habe ich ja dann damals aufgehört, das dann zu spielen. Es war wirklich sehr schade, denn Breaking Point ist meiner Meinung nach einer der geilsten Mods für Arma 3. Für die Leute, die es nicht kennen, ich hau mal ganz kurz nur einen Satz raus. Ist ein bisschen wie der Set nur PvP-lastiger. So, um das mal ganz grob zusammenzufassen. Wir spielen die Karte Zirsk Summer. Es ist eine von 5 Karten. Man kann auch Altes und Strate spielen, die wohl bekanntesten Maps. Dann New Haven. Das ist die Karte, die wir zum Schluss von Staffel 1 gespielt haben, was meiner Meinung nach die schönste Karte ist. Und dann halt Zirsk Summer und ich glaube Bornholm. Bornholm habe ich mir mal angeguckt. Das ist eine sehr hässliche Map. Ich glaube... Ist das ein Heli? Alter, was? Bornholm ist eine, wie gesagt, hässliche Map. Ich glaube, die ist von Arma 2 rein, wie sagt man, importiert oder portiert. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die, wie gesagt, überhaupt nicht... Das sah gerade... Ach, das sieht so mutantenmäßig aus hier. Bist du ein Mutant? Nee, ist ein Schaf. Man sieht, ich bin nicht oft draußen. Ja, auf jeden Fall habe ich mich für die Karte Zirsk Summer entschieden, denn es ist... Eine Karte, die wir erstens nicht mehr, also nicht so oft gespielt haben, denn für die Leute, die vielleicht Staffel 1 geguckt haben, für die wäre New Haven jetzt so ein bisschen altbackend vielleicht. Es gab auch mal eine Wintermap davon, Zirsk Winter, die gibt es aus irgendeinem Grund nicht mehr, ich weiß nicht warum. Und man muss sagen, Zirsk Summer ist eine sehr schöne, aber auch die kleinste Karte und man muss auch sagen, was so ziemlich das größte Problem von Breaking Point ist, und zwar gibt es nicht mehr viele Server, beziehungsweise wurden die Server... Spieleranzahlstechnisch stark erhöht. Die Server greifen so zwischen 60 und 100 Leute. Und wenn man Zirsk Summer, diese kleine Karte, ich öffne die mal ganz kurz. Ihr wisst das ja, am Anfang immer so erste Folge so ein bisschen, ist immer so ein bisschen quatschen und zeigen und kurz mal Statement abgeben. Die Karte habe ich nämlich schon gefunden. Ich drücke mal so. Wir müssten, genau. Wir sind gerade hier, also wir kommen gerade so rein. Ich glaube, ich laufe gerade so rum hier. Hier bin ich irgendwo. Die Karte ist ziemlich klein. Ich bin zum Beispiel hier gespawnt, bin hier runter, habe hier irgendwo eine Waffe gefunden und bin dann hier. Das geht ruckzuck. Die Karte ist wie gesagt sehr klein. Es gibt relativ wenige militärische Hotspots und Waffen dafür wie Sand am Meer. Man muss sagen, man darf keinerlei, wie soll ich sagen, potenzielle sozialen Interaktionen aus der Desert Standalone mitnehmen oder irgendwelche zwischenmenschlichen, weiß ich nicht, Sachen hier mit einbringen, denn Breaking Point ist knallhart. Man wird abgeknallt. Hier schießt jeder auf jeden... Sollte eigentlich nicht so sein, denn es gibt, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene Klassen, wo ganz genau spezifiziert ist und genau oder wo man eigentlich einhalten müsste, wer wie, wann, wo, auf wen schießt und welche Klassen friendly sind und welche nicht. Ich habe übrigens die Hunter-Klasse, das ist die für den Anfang am leichtesten zu handeln, denn mit der Hunter-Klasse ist es dein Ziel, alles zu töten. Das ist direkt deine Aufgabe, du bist speziell ein Bandit, du musst alles killen. Dich darf natürlich auch jeder killen. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum dürfen und nicht dürfen. Es gibt ja... Fürs Abschießen Punkte. Wenn wir jemanden abknallen, bekommen wir Pluspunkte. Ich glaube, es ist auch unterschiedlich, ob mit Schusswaffe oder Nahkampfwaffe. Da gibt es unterschiedliche Punkte. Und wenn zum Beispiel eine Klasse, die Survivor-Klassen beispielsweise, jemanden töten, glaube ich jetzt, das ist, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, dann, ich muss übrigens ein bisschen aufpassen, ne? Wenn die Survivor-Klassen jemanden töten, bekommen die, glaube ich, Minuspunkte. Was man genau mit den Minuspunkten machen kann, weiß ich so nicht. Ich weiß auch leider nicht, was die einzelnen Klassen für Stärken haben bei der Banditenklasse ist zum Beispiel die Stärke. Ich glaube, die haben von Grund auf ein schnelleres Movement und halt eine Axt. Das haben nicht alle Klassen. Und dann gibt es halt Klassen, die haben zwar vielleicht keine Axt, aber dafür spawnen die mit Karte oder was auch immer. Oder mit Essen und Trinken. Es gibt, wie gesagt, ganz unterschiedliche Stärken und Schwächen der einzelnen... Da oben steht einer. Da haben wir unseren ersten Kill. War übrigens ein Spieler. Es gibt nicht gerade viele drauf. Ich habe nämlich jetzt mal zur Abwechslung, ich habe gerade frei. Da habe ich mir zur Abwechslung, das ist ein Traum, das ist ganz selten, bin ich nämlich gerade, wie spät ist denn das? 10.06 Uhr. Das ist eine Zeit, da spiele ich normalerweise nicht, aber es bietet sich gerade mehr wie an. Da hinten ist ein Hund. Man kann Hunde tamen, man kann die als Kollege ranholen. Was noch so alles möglich ist, weiß ich gar nicht. Muss ich sagen, ich habe mich ewig nicht damit beschäftigt. Ich werde auch mit Sicherheit in naher Zukunft jemanden an meine Seite holen, die sich ein bisschen besser auskennen. Für mich ist halt erstmal wirklich gut zu wissen oder interessant zu wissen, ob ich denn das weitermachen soll. Ich finde, das ist eine gute Ausweichmöglichkeit, ein bisschen zur Standalone, denn man hat hier eine relativ schnelle Action und ich kann so eine Tage wie heute zum Beispiel nutzen, ich habe frei,
Und wenn ich frei habe, ist es meistens auf dem Mittwoch. Und ihr wisst ja vielleicht für die Standalone-Kenner von euch, am Mittwoch ist sehr oft. Die müssen wir looten, ne? Am Mittwoch ist sehr oft. Sind die Wartungsarbeiten der Standalone-Server. Das heißt, alle Server down, alle Server platt. Und da würde sich sowas anbieten. Ich würde Breaking Point nicht täglich raushauen. Das mache ich ja generell nie bei meinen Videos. Ich schneide ja mal wieder was zusammen. Ihr wisst ja, ne, für die meisten, die wissen ja vielleicht, wie das hier abläuft. Aber ich würde halt so ein bisschen parallel dazu Breaking Point laufen lassen, weil mir hat es schon immer Spaß gemacht. Und der einzigste Grund, wie gesagt, warum ich es damals nicht weitergespielt habe, waren halt einfach technische Probleme. Und die gibt's nicht mehr. Im Gegenteil, es läuft wirklich, wirklich klasse. Alle nötigen Links, damit ihr das auch spielen könnt, sind in der Videobeschreibung. Es ist wirklich einfach, Launcher runterladen und darüber könnt ihr alles mit der Mod machen. Läuft echt klasse. Super. Bin ich begeistert. Warum es früher nicht so lief, ich weiß es nicht. Warum ich 4 Frames habe, sag ich später. Geht's wieder? Ja. Ein Zombie. Trau mich nicht. Bitte was? Das ist, was hatten die da für eine Versammlung? What the fuck? Ach du Scheiße. Ja, die spawnen nicht einfach so in der Weltgeschichte rum, wie man sieht. Die kommen aus Gebäuden raus. Das allerdings war gerade ein bisschen merkwürdig aufgeteilt, wie viele da rauskommen. Ich würde gerne zu dem Turm, aber ich habe Schiss vor anderen Spielern. Ich muss mal gucken. Die erste Folge werde ich nicht weiter schneiden. Das ist so ein bisschen mehr oder weniger Infofolge und so ein Hallo, ich bin zurück. Dings. Aber ich würde halt gern in Zukunft, wie gesagt, weiterspielen. Ihr könnt das sehr gerne mit einem Kommentar, mit einem Daumen, ich sage mal, feedbacken. Würde mich mal interessieren. Es würde, wie gesagt, nicht DayZ ablösen oder ersetzen oder irgendwas. Es wäre halt einfach eine Alternative, denn ich könnte mich immer ärgern, wenn ich nicht dazu komme, entweder Standalone aufzunehmen, weil es deutlich aufnahmeumfangreicher ist, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ich nicht dazu komme oder halt Wartungsarbeiten sind oder was auch immer, es gibt ja immer wieder irgendwas. Finde ich es ganz cool, dass ich, bevor ich gar kein Video raushaue, da sind ja manchmal 2, 3 Tage völlig Luft drin, dass gar kein Video, dass kein Video kommt. Und da glaube ich, bietet sich das echt sehr gut an. Ich habe leider nicht viel Moon hier für die Knarre. Türen kann ich nicht schließen, da sind wir ein bisschen Standalone verwöhnt. Also wie gesagt, man darf hier wirklich nicht mit Standalone-Wissen rangehen. Kann ich, krass, kann ich hier aufmachen. Holosight, hammergeil. Ist das dieselbe Moon? 5,56 x 45 ist ein Traum. Das ist er nicht. Ein Blueprint funktioniert übrigens so, das steht da unten, man braucht 4 Nägel, 5 Small Wooden Pellet, 2 Netting Material. Wenn man das hat, kann man doppelklicken, glaube ich, auf den Blueprint und dann wird das jeweilige Ding gebaut. Oh, dreh bloß wieder ab, danke. Hier ist das Problem bei dem Dings. Die Zombies sind zwar lahmarschig, aber die Masse macht's. M16. Ist die besser wie eine M4? Kannst du mal probieren. Komm hier rein. Das ist natürlich nicht so toll jetzt. Auf jeden Fall haben wir die M16 aufgehoben. Ich darf nicht schießen. Wow, 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 du kannst aber schnell Treppen laufen. Der dreht wieder um. Hä? Okay. Komm, du läufst auch schnell hoch, ne? Okay. Aua. Ah. Man muss sagen, man bekommt hier keinerlei Feedback bezüglich irgendwelchen Schrifteinblendungen oder sowas. Wenn man Hunger hat, knurrt der Magen. Wenn man Durst hat, hechelt er. Wenn er blutet, pulsiert der Bildschirm. Wie jetzt, glaube ich. Ich muss nur aufpassen, dass hier keiner hochkommt. Ach, du heilige Scheiße. Was ist das denn? Das ist doch keine Waffe. Das ist ein Zustand. Mal 39. Ich könnte die... Arschloch! Fuck. Können die Leitern klettern? Ah. Ach du Kacke, ach du Kacke. Ich würde gerne meine Waffe wechseln. Waffe Hatchet. Ich muss dabei zurücklaufen, dann geht's. Das Äxeln ist auch ganz einfach. Der haut ganz schnell zu, ganz kurz und knackig. Aber ich sag's zum 10. Mal, die Masse macht's. Ihr glaubt nicht, wenn so ein Riesenbob auf einen zukommt und man, so wie ich jetzt hier in so einer halben Sackgasse hänge, das kann richtig schnell nach hinten losgehen. Ich nehme die mit. So. Das ist nämlich... Oder eine AK. Nee, komm, ich nehme mal die. Da brauche ich die mal 45er. Das ist die noch einmal, okay. What the fuck, warum habe ich denn das immer noch so ein scheiß Visier? Habe ich überhaupt... Ich habe da... Was habe ich denn jetzt für eine Waffe hier? Verarscht mich nicht. Wisst ihr was, ich wechsle zur AK. Ich bin so eher so ein AK-Typ, glaube ich. Der braucht das Kaliber mal 39. Da haben wir auch ein paar Schuss für. So. Das ist das mal 39. Jetzt gucke ich mal, brauche ich irgendwas anderes nicht. Das brauche ich nicht. Das behalte ich noch, Painkiller, Matchbox, man kann auch Feuer machen. Allerdings ist die Karte zu Summer echt nicht für sowas gemacht. Aua.
Die Ka... Warum ist denn jetzt alles so weißlich? Hab ich so ein Damage bekommen? Oder ist es das Wetter? Krass. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hingehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, so mit Feuer machen und craften. Es gibt auch Fahrzeuge, alles. Dafür ist, wie gesagt, die Karte nicht gemacht. Die ist ziemlich klein. Aber wir können ja sehr, sehr gerne, wenn ich es dann weiterspielen soll, können wir uns sehr gerne die anderen Karten angucken. Aber ich muss halt gestehen, dass ich wirklich nicht unbedingt Stratis und oder Altes spielen möchte. Das sind zwei Karten. Ja, sind halt, wie gesagt, die bekanntesten, aber passen meiner Meinung nach überhaupt nicht in so ein Zombie-Szenario rein. Ist mein persönlicher Geschmack. Und also bis jetzt würde ich am meisten wahrscheinlich New Haven. New Haven ist so ziemlich wirklich die angemessenste Karte. Die hat eine angenehme Größe, die sieht schön aus. Wenn Zirsk größer wäre, das wär ein Traum. Wenn Zirsk Summer eine Größe, einfach wie Scharnachus wäre, das wäre der optimale Hammer. Es gab damals auch eine Karte, wie hießen die? Bis, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Bistritia oder so ähnlich. Da hinten qualmt, da gehen wir mal hin. Das war eine Karte, das war ein Ausschnitt von Charnaros. War ungefähr so ein, ich würde mal schätzen, so ein Fünftel oder so ein Sechstel davon. Also ziemlich kleiner Ausschnitt dieser Karte. Da war man, glaube ich, so nordwestlich. Da war so ein Stück vom Nordwesten von Charnaros ausgeschnitten und die Karte hieß halt hier Bistritia. Die gibt's so nicht mehr. Wurde rausgenommen. Wurde wahrscheinlich nicht gespielt. War auch gut. War auch okay, aber auch zu klein. Und ich verstehe nicht, warum die Karten so klein machen und die Spieleranzahl so erhöhen. Weil im Breaking Point, in der Mod, steckt deutlich mehr als einfach nur eine Waffe finden und Leute abknallen. Das Ding kann viel mehr man kann auch braten, wie gesagt, man kann bauen, craften, Sachen aufstellen, was auch immer, Fahrzeuge nutzen. Also es könnte sich viel, viel mehr an Survival entwickeln. Aber vielleicht wäre es dann ein zu doller Ableger des Standalone oder generell von DayZ. Und das wollen vielleicht die Modmacher nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, das Verkehrteste ist es nicht. Wir haben eine relativ schnelle Action auch. Macht wirklich sehr viel Spaß zu spielen. Hier ist es auch halb so wild, wenn man stirbt. Wenn ich jetzt hier langlaufe und bam und hau mir fang mir einen Headshot ein. Ja, ist vielleicht im ersten Moment ärgerlich, aber das, was wir haben, das kriegst du in 10 Minuten wieder, höchstens. Außer beim vollen Server mit 60, 70, 80 Mann, dann hast du ein Problem. Weil es wird auch sehr stark diese Gebiete bekämpft. Normalerweise, wenn die Server nur halbwegs gut besucht sind, hast du null Chance, beim Airfeed ordentlich rein, geschweige denn überhaupt wieder rauszukommen. Eigentlich nicht. Ich habe den Typen jetzt übrigens nicht gelootet. Ich weiß, wir haben waffenmäßig genug bekommen. Wo waren jetzt der Rauch? Scheiße. Was ist denn das für ein Scheißwetter hier? Mit H setzt, also ich habe es jetzt gebindet. Man muss übrigens für die Leute, die es von euch jetzt vielleicht spielen, ihr müsst als allererstes unter Controls gehen und dann hier oben auf individuelle Steuerung und dann bei Aktion 1 einfach reinklicken und eure Taste drücken, die ihr dafür haben wollt. Ich habe jetzt mal H für Healing genommen einfach. Dann könnt ihr das machen. Ich glaube, so wie es aussieht, es ist nicht voreingestellt. Jetzt sieht man oben rechts blinkt ein Herz. Ich weiß zeitlich jetzt nicht, wie lange das dauert. Und wenn es nicht geändert wurde, ich kenne es von früher, dann levelt der sich, glaube ich, auf höchstens 75% wieder hoch. Ich lasse es einfach mal laufen. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Ich trinke was und cutte in der Zeit. Oder spule, mal gucken. Oha, das ist eine Ansage gewesen. Oder? Oder ist es einfach nur, weil das schlecht Wetterfront hier, weil das vorbei ist? Ich weiß es nicht. Ich laufe erstmal weiter. Ich will nicht so ewig im Wald jetzt rumhängen. Da ist, glaube ich, die Rauchwolke, wenn ich das richtig erkenne. Da würde ich erstmal hin. Ich werde natürlich in Zukunft, in den späteren Folgen, werde ich halt so eine Laufwege auch rausschneiden, denke ich mal. Obwohl bei der Karte, wie gesagt, wenn die halbwegs gut besucht ist, kommt man kaum zum Schnippeln. Wenn man immer wieder irgendwo jemanden trifft. Für die einen oder anderen, die sich vielleicht von euch fragen, warum ich ständig Spiele anzocke, zum Beispiel Rising World, This War of Mine und bla, und dann nicht weitermache, hängt damit zusammen. Ich würde erstmal gucken, wie generell Spiele außerhalb von DayZ bei euch ankommen, denn ich weiß ja nun mal, dass ein großer Teil der Abonnenten nur durch DayZ auf mich aufmerksam wurden quasi. Ist ja auch gar kein Thema, darauf konzentriert sich der Kanal. Und umso mehr bin ich halt stark am überlegen, ob ich einfach einen Zweitkanal aufmache, wo ich wirklich normale Let's Plays mache. Ich muss sagen, wenn mein Kanal DayZ News and Gameplays heißt und ich, weiß ich nicht, 80% der Abonnenten durch DayZ auf mich kamen und ich dann anfange, da 3, 4 Let's Play-Projekte zu starten, mich würde es persönlich als Abonnent stören, denn ich abonniere ein bestimmtes, das ist, als würde ich die, keine Ahnung, TV-Movie abonnieren, die Zeitung, und bekomme dann 30 andere Zeitschriften dazu. Einfach so. Will ich nicht. Ich abonniere das, was ich haben will, das war's. Und da überlege ich halt, einen Zweitkanal zu machen. Wo ich dann zum Beispiel, ich würde auf dem Kanal wie jetzt, ich Rising World angespielt, ich sehe, aha,
kommt gut an, wollt ihr auf jeden Fall sehen, und würde das Let's Play-Projekt dann auf dem Zweitkanal quasi aufrollen und starten. Würde mich mal interessieren, wie ihr das findet. Wie das so wäre, ob ihr diesen Zweitkanal interessant finden würdet. Oder eher nicht, oder ja, oder nein, oder vielleicht. Wäre für mich, wie gesagt, angenehmer, denn ich starte ungern Let's Plays auf diesem Kanal hier, weil hier würde ich wirklich stark bei DayZ bleiben, beziehungsweise Survival Games angespielt. Das ist auch noch okay. Aber wie gesagt, so eine richtige Let's Play-Dinger, dann bitte woanders, auf einem anderen Kanal. Würde ich sehr gerne machen. Tokyo Rising World würde ich wirklich gern weiterspielen. This War of Mine, ein klassisches Spiel. Definitiv würde ich das weitermachen. Aber ungern halt hier. Inventar. Was? What? Brenne ich? Ich habe, glaube ich, kurz gebrannt. Krass. Was brauche ich hier? Lalalala. Die? Ja, die, okay. Nehmen wir das mit. Empfiehl, bla bla bla. Okay, ja, haut da rein, tschüss. Ja, ich müsste mal gucken, wo ich dann hinziehe. Ich würde auf jeden Fall, glaube ich, mich für die allererste Folge fürs Zuschauen bedanken. Ich glaube, ich konnte vielleicht einen kurzen Einblick in Breaking Point mit euch zusammen nochmal gewähren, für die, die es noch gar nicht kannten. Vielleicht konntet ihr einen kleinen Einblick bekommen. Wie gesagt, es ist normalerweise viel, 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 viel actionreicher. Schrägstrich PvP-lastiger, schrägstrich frustrierender teilweise. Wenn ich es weitermachen soll, einfach einen Daumen da lassen und schreibt es mir einfach in die Kommentare, für die, die vielleicht auch aktiv auf diesem Kanal Videos schauen. Schreibt es mal rein, ob das mit so einem Zweitkanal cool wäre. Würde mich mal wirklich interessieren. Wie gesagt, da würde ich dann so eine Dinger, This War of Mine, bla bla, würde ich dann anspielen. Auch viel, viel mehr andere Spiele. Da hinten zur Rauchwolke gehe ich noch. Ich würde viel mehr Games anzocken, beziehungsweise auch länger zocken. Mich stört es ja selber, wenn ich was anspiele und frage euch, wie findet ihr das, soll ich es weitermachen? Bekomme echt gutes Feedback, ich gehe lieber dahin. Bekomme echt gutes Feedback von euch, was manche andere YouTuber wünschen sich sowas. Es gibt, ich kenne genug Leute wirklich, die, die Videos machen und bekommen wenig Feedback. Und das ist für einen YouTuber scheiße. Die Aufrufe bringen ja gar nichts. Die Aufrufe bringen ja nichts, wenn du einfach kein Feedback kriegst. Kein Video bringt ja was, was keine Ahnung, 10.000 Aufrufe hat, aber 3 Kommentare. Und 5 Likes. Das bringt ja überhaupt nichts. Sowas. Wie gesagt, man ist wirklich sehr, sehr stark auf seine Community angewiesen. Umso geiler ist es wirklich, ohne Scheiß, dass ich immer wieder von euch da sowas zurückbekomme. Und ja, darauf lässt sich so ein Kanal viel, viel besser aufbauen. Beziehungsweise dann eventuell auch ein Zweitkanal. Mal sehen. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich bin immer verwirrt hier mit den Gebäuden. Denn zum Beispiel, das kann man gar nicht begehen. Ich will immer aus der Standalone heraus hier überall rein. Geht aber leider nicht. Die Zombies, Alter, wie viele Zombies hier ständig überall rausgibt. Pimmel kommen. ich glaube schon, ich habe doch, glaube ich, ziemlich Damage bekommen schon, oder? Ich hätte ehrlich gesagt noch Bock auf einen Spieler. So zum Abschluss. Was sagt denn die Spielerliste? Die sagt nicht so viel. Wie gesagt, die Uhrzeit ist selbsterklärend. Was ist denn das hier nochmal? So ein kleines weiteres Airfield-Stück? Es gibt ja auch Flugzeuge, ne? Gibt's ja auch. Habe ich schon mal, ich glaube, in der... War das in die letzte Folge? War es nicht. Aber eine der letzten Folgen aus Staffel 1, da bin ich mit dem Flugzeug geflogen. Zugegeben, nicht sehr lange und auch nicht sehr hoch. Aber ich bin geflogen. Da kann ich raus. Ich gehe in das Waldstück einfach rein. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich riesig über Feedback freuen. Und wir sehen uns dann mit Sicherheit erstmal dann bei der nächsten Folge von Arma 3 Breaking Point wieder. Danke fürs Dabeisein. Macht's gut. Tschüss.